kranke Scheiße. Isaac, du bist leicht verrückt. Auch nur leicht. Aber man kann ja nicht sagen, dass er ganz verrückt ist, aber er ist ein bisschen verrückt. Er sieht irgendwelche Geister. Also, mich würde das fürchten, wenn ich Geister sehen würde. Das fände ich nicht nett. Ich höre schon etwas schreien, das hört schon nicht toll an. Es wäre mal gut, wenn ich einen Speicherpunkt oder sowas haben würde. Weil das ist ja zu viel verlangt von dem Spiel. Dana, Tagmans Soldaten haben mich gefunden. Wow. Sie verfolgen mich mit einer Art Helikopter. What the fuck? Ich bin fast hier, beeilen Sie sich. Ah, sie beschießen mich nicht, da ist... Zum Glück beschießen sie mich nicht, da ist gut, What the fuck? Ja. Ja. Ach, Mann, oh, ich bin einfach zu voll. Ach, es ist doch schlimm. Es ist schlimm. Ich bin einfach, ich benutze das einfach mal so. So. Dafür habe ich wieder keinen Platz. Ich bin einfach zu voll. Das muss man einfach sagen. Man hat echt wenig Platz im Inventar in diesem Spiel. So, wir müssen den Aufzug anscheinend runter. Was ich auch machen werde. Es fehlt hier noch lustige Aufzugmusik. Muss man dazu sagen. Ein Speicherpunkt. Herrlich. Dieser Speicherpunkt rettete mir das Leben. Obwohl es nur ein Speicherpunkt ist. Und, ja. Ich habe einen ganz eindeutigen Fehler gemacht. Ich habe vergessen, meinen Fernseher auszuschalten. Hoffentlich hört man den nicht. Das wäre ja fatal. Das wäre das erste Mal, dass man meinen Fernseher im Spiel hört. Das wäre fatal. Ich entschuldige mich schon mal dafür. Das wäre fatal. Fatal. Ihr seht hier einen Nachbau des Markus. Oh mein Gott. Da ist wieder eine Fledermaus. Hörst du wohl auf? Hörst du wohl auf? Zack. Aua, hörst du wohl auf? Ich habe keine Munition mehr. Es ätzt mir die Haut weg. Wieso habe ich das so gemacht? Oh mein Gott! Was ist hier gerade los? Was ist hier gerade bitteschön los? Das Lustige ist, ich kriege kaum Schaden. Seht ihr, wie wenig Schaden ich verloren habe? Unglaublich. Was ist jetzt passiert? Ach so, er war noch am Leben, aber ich habe ihn kaputt gestampft. Oh, ich habe Munition aufgehoben. Oh. Geil. Ja, was ich gerade sagen wollte, seht ihr das? Ein Nachbau des Markus. Anscheinend haben die hier auch den Marco verehrt, weil es war ja eigentlich eine Religion, die den Marco verehrt hat, was ich so mitbekommen habe aus Dead Space 1. Und da ist, glaube ich, eine Nachbauung vom Marco. Also ich glaube nicht, dass das der erste Marco ist, weil der erste Marco war doch rot, wenn ich mich recht entsinne. Und wir haben echt wenig Leben verloren. Es hat echt was gebracht, meinen Anzug aufzurüsten. Das hat gerade der Sound ein bisschen abgespackt. Das ist ein Ruheraum anscheinend. Ein Raum vor dem Sturm. Ja, ich frag mich, wann der nächste Shop kommt. Das wäre echt... What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Pipeman hat sie gefunden! Schnell in die Kirche! Was war das jetzt? Ach, sie beschießen mich. In die Kirche. Kapitel 4. Kapitel 4 war das. Dana, warum die Unitology-Kirche? Warum hier?
Sie ist einer der wenigen Plätze auf der Titanstation, die Titan wegen der Trennung von Kirche und Staat nicht überwachen kann. Nein, Dana, wir sollten nicht hier drin sein. Das ist der letzte Ort, an dem wir jetzt sein wollen. Isaac, mein Bruder starb, als er versuchte, sie zu retten. Das ist wichtig. Und es wird funktionieren. Ich bin in einem Schutzraum ganz oben in der Kirche. Kommen Sie dorthin. Sehr gut. Aber seht ihr das? Ich habe nur noch sehr wenig Munition. Sehr wenig Munition für den Plasma-Cutter. Da ist eine der wichtigsten Waffen und ich habe nur noch so wenig. Aber dafür kann ich ja wohl hier die entfernen. Meine Fresse. Ich brauche nämlich mehr Munition von dem Plasma-Cutter. Obwohl das die erste Waffe ist, ist das eine der stärksten Waffen. Was war das? Ein Audio-Log, oder? Nee, ein Text-Log. So. Ja, das war mal ein kleiner Text-Log. Wir gehen mal hoch. Denke ich mal. Würde ich mal so annehmen, dass wir jetzt ein bisschen hochgehen. Hier ist noch eine Tür auf. Unten ist eine Tür auf, oben ist eine Tür auf. Viele Wege. Wie sagt man, alle Wege führen nach Rom. Es schadet ja nie, etwas mal hier alles zu durchsuchen. Dann hätten wir auch nicht diesen Energieknoten gefunden. What the? Bist du behindert? Meine Fresse. Du hättest mich nicht so erschrecken müssen, mein Freund. Dann wärst du jetzt auch nicht gestorben. Oh, Munition. Ja, die Monster kapieren es einfach nicht. Isaac, ich weiß, sie haben die Symbole auch gesehen. Was? Sie haben eine Bedeutung. Ja, ich sehe die Symbole. Wir sind eine Bedrohung. Ich weiß es. Wir müssen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Wer sind die? Oh, mein Gott. Sie Titan? Strauss, jetzt mal raus mit der Sprache. Okay. Der Titan ist... Nein, der... Strauss war das, ne? Ja, das war's. Der heilige Raum. Oh, ein Shop. Ich liebe dich, Shop. So, wir haben 25.000 Credits. Sehr schön. Und wir können Energieknoten kaufen, was ich aber nicht machen werde. Ich werde jetzt erst einmal schön mein Inventar aufräumen. Und zwar werde ich hier die Harpunen raustun. Bewegen. Werde dann den Halbleiter Gold verkaufen. Ja. Und werde ein Bündel hiervon wegmachen. So. Was habe ich denn? Ja, gut. Dann werde ich mir ein bisschen Munition zu schaffen, zulegen. Werde noch hier eins kaufen und noch einen kaufen und werde dann... Ah, das... Ja, ich glaube, ich werde mir das Apunengewehr werde ich mir auch kaufen. Aber das verschwindet mal wieder ein Platz in meiner... Ha, es ist schwer, ist schwer. Obwohl, dann hätten wir mehr Munition. Aber wir haben ja schon drei Waffen. Ich kaufe mir zwei Energieknoten. Und noch einmal Munition. Und dann würde ich sagen, reicht das auch wieder. So, wir haben sehr viel Munition jetzt wieder. Davon können wir eins, zwei bewegen. Okay, Energieknoten werde ich jetzt erstmal gebrauchen, um meinen Anzug wieder aufzurüsten. Oh, das hat mir so viel gebracht. Aktivieren. Ich mag nicht einfach meinen Anzug. Mein Anzug. Nachher habe ich alles aufgerüstet und habe dann alles aufgerüstet, bis auf meine anderen Waffen und so. Ich hatte gerade einen Hänger in meiner Aussprache. Heute ist die echt schlimm. Schaden. Durchschlagen oder was? Geht mal hier und einmal Schaden. So. Das ist Luft. Die nächste TP ist dann erstmal hier. Danach da. Also werde ich jetzt erstmal... Ja, werde ich jetzt anfangen, hier alles aufzurüsten. Jetzt habe ich keine Knoten mehr. Ist aber ja nicht schlimm. So, jetzt habe ich den Schaden aufgerüstet, was auch immer das heißen soll. Wahrscheinlich mit Schlagen oder so.
oder verträgt mehr Schaden, weiß ich auch nicht. Ich werde noch das Spiel etwas weiter kennenlernen, weil es ist ja noch lange nicht vorbei, hoffe ich. Wir sind ja erst in Kapitel 4 und ich speichere jetzt erstmal hier und würde dann mal sagen, dass wir Schluss machen für heute. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hier bei Dead Space 2. Ciao, Leute. Ciao.